Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen 20. Teil der anscheinend doch etwas länger dauernden Serie Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Heute mit den königlichen Schachzügen. Und mein Schachzug ist der, dass ich meinen Bruder Jörg aus Belgien wieder mal eingeladen habe, mit mir zusammen zu sein, weil ich die Sendung ja so ungern und bis jetzt auch noch nie alleine machen musste. Also, moin moin und guten Abend. Hallo Jörg. Ja, moin moin Michael. Sag mal, gibt's eigentlich unreale Verschwörungen? Ja, es gibt natürlich irgendwelche Verschwörungen, die nur Verschwörungen heißen, um Leute wieder auf irgendwie die falschen Fährte zu locken. Das ist dann aber Yellow Press, das ist dann nicht hier Stunde der Wahrheit. Nee, was ich interessant finde, ist, die Bibel spricht über Verschwörungen und hier in der Welt wird immer über Verschwörungstheorien gesprochen. Ja, ist komisch, dass hier in der Welt immer alles eine Theorie ist, ne? Ja, natürlich. Evolution ist eine Theorie. Ja, die Leute haben ja auch viele Dinge, die in der Krankheit passieren, sind Theorie, weil nicht bewiesen. Ne? Wir wollen da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Leute haben ja auch immer ein Problem. Ach, dieser Microsoft hat immer ein Problem mit mir. So, machen wir einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe ja so am Anfang gedacht, ich komme. Lass mich doch auch mal was sagen. Weil wir gerade über das Recht beschäftigt sind, da fällt mir dieser wunderbare Satz ein von der Frau Herrhausen. Gerechtigkeit gibt's in dieser Welt nicht, sagt die. Eine Richterin, die es wissen sollte, von einem Mann, der ermordet wurde, von einem Rechtssystem. Ja, so, und jetzt habe ich das mein, ist jetzt, jetzt das ist jetzt, Sarg getan. Ja, aber das ist jetzt Fake News. Das war nämlich die Frau Rohwedder, aber gut. Ach, war das die Rohwedder? Das war die Frau Rohwedder, ja. Genau. Ach so, ja, Entschuldigung, ja, vom Rohwedder, ja. Gut. Ja, das ist mir letztens, ist mir bei der letzten Folge, also die ausgestrahlt wurde, 19 oder, weiß nicht, 17 war das, ist mir auch, habe ich auch gesagt, 22.12., also irgendwann im Eifer des Gefechtes, man kann ja nicht hundertprozentig immer recht haben. Ich habe ja auch irgendwas gesagt mit dem Freund meines Feindes oder sowas. Ne? Ja, wie auch immer. Ich wollte ja diese Folge auch. Das ist mein Freund, geht der Spruch, und ich habe das irgendwie total verdreht. Das kann auch mal passieren im Eifer des Gefechts. Ich wollte ja diese Folge auch ganz anders nennen, aber ich weiß nicht, wie schnell wir hier durchkommen wollen. Das ist alles so spannend, alles so interessant, das hängt alles zusammen. Also wenn man das alles sieht, man wird einem nur noch übel. Ich kann mir vorstellen, ich habe vor Jahren mal einen guten Freund von mir gefragt. Ich sage, du hast doch studiert. Ich sage, warum bist du eigentlich nicht Politiker geworden? Sagt er, da ist mir einfach alles zu schmutzig. Ich habe mal einen ganz anderen Punkt. Ich werde diese Sendung wahrscheinlich ziemlich viel in meinen Mund halten, weil es geht um königliche Schachzüge und ich kenne Schach nicht. Also von daher bin ich gespannter Zuschauer. Jetzt leg das mal los. Das hat weder mit dem Schachspiel zu tun, aber hat einfach mit Schachzügen zu tun. Das hat also einfach mit Strategie zu tun. Also wir erinnern uns an Brzezinski mit seinem großen Schachbrett. Ne? Also ich kann mal das erste Bild und dann wisst ihr wahrscheinlich wieder, worum es geht. Im Endeffekt ist das eine Fortsetzung der letzten Sendung, weil wir sind mal nicht ganz durchgekommen. Ich habe ihn nochmal rausgekramt und als ich dann heute kurz vor Schluss das letzte Bild, nämlich genau dieses hier eingeklebt habe, ich gedacht, das ist doch echt eine Frechheit. Ne? Ausgerechnet mit dem Hauptdarsteller jetzt hier das zu besetzen, ne? Mit Woody Harrelson, ne? Also jemand, der mit... Jason Lee spielt damit? Ist das nicht die Baby aus Dirty Dancing? Ich weiß jetzt nicht, wer... Nee, ich bin jetzt überhaupt Dirty Dancing, absoluter Dirty Dancing Nicht-Konsument. Nein, aber der Punkt ist hier, Woody Harrelson, wenn man weiß, dass sein Vater einer der Hauptverdächtigen im JFK-Fall ist, macht das hier einen ganz, ganz komischen Geschmack. Also im Endeffekt lachen die euch ins Gesicht. Hm? Beigeschmack meinst du? Was meine ich? Beigeschmack meinst du? Macht einen ganz, ganz komischen Geschmack. Beigeschmack. Ja, so ein Geschmäckle, ja. Ne, wie die. Ja, genau, Beigeschmack. Ja, ganz furchtbar. Also, das ist wirklich fies. Also, aber gut, wir wollen uns ja nicht über die Kleinigkeiten. Wir wollen uns ja eigentlich das große Bild angucken. Und diese Folge kommt wenig Bibel, kann ich zusagen. Ist also eher so ein Augenblick, so ein bisschen so der Rundumschlag. Wir sind aber immerhin beim 22. November schon angelangt. Also wir sind schon da, wo wir eigentlich hinwollen. Wir müssen nur noch so ein bisschen so die Kreise so ein bisschen kleiner ziehen, damit wir wirklich sehen, warum ich den LBJ so auf dem Kicker habe und dass der später noch eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Denn der Mann taucht ab. Auf dem entscheidenden Bild, Sekunden vor den tödlichen Schüssen an Kennedy, sind alle möglichen Menschen zu sehen, nur nicht er. Und er ist Lyndon B. Johnson, er ist der Vizepräsident und er ist derjenige, der 2 Stunden und ein paar Minuten später Präsident sein wird und genau der ist auf dem Bild nicht drauf. Und der ist nicht nur auf dem Bild nicht drauf, der ist auch auf verschiedenen anderen Dingen nicht zu sehen. Interessanterweise ist es dann so, dass es da verschiedene Geschichten gibt und deswegen ist die Frage, hat dieser Mensch eventuell schon eine kleine Vorahnung gehabt?
Und da hat ihm da jemand irgendwelche Informationen zugesteckt und ich kann verraten, es ist nicht Lee Harvey Oswald gewesen, ne? Auch wenn der auch drei Buchstaben hat, LHO, ne? Aber LBJ, hier der Lyndon B. Johnson und so weiter, ist erstmal auf dem bekanntesten Foto des Anschlages nicht zu sehen. Da kommen wir aber auch noch später drauf zurück. Aber das Thema der Geschichte ist, hier Herr Johnson, ei, den darf man nicht unterschätzen hier. Der hat da eine ganze Menge zu tun mit dem Anschlag und auch mit dem Kennedys. Also dann gucken wir uns mal die Geschichte weiterhin an. Das gibt so ein interessantes so Internet-Meme sozusagen. Das heißt LBJ duckt. Also LBJ hat sich geduckt. Hat also nichts mit einer Ente zu tun erstmal. Darum geht's wieder. Lyndon B. Johnson, ja, wieder mal. Ne? Übrigens, Lady Bird ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Vögelchen. Vielleicht hat die Frau auch einen, aber das ist auf jeden Fall seine Ehefrau. Gut. Das ist das Auto hinter dem Auto von Kennedy. Ne? Also von daher, das ist jetzt ein bisschen vergrößert und man sieht da eben nicht viel, aber man sieht da definitiv auch eben keinen Lyndon B. Johnson, der über 1,90 Meter groß gewesen ist und entsprechend massiv. Gut, weiter geht's. Ich habe mir hier einen Artikel rausgesucht aus dieser Seite rents.com. So, das ist die Seite. Ich mache das demnächst immer so, dass ich die ganzen Sachen kopiere und dann online zeige. Dann habe ich viel weniger Stress mit dem Computer und das sieht auch viel schöner aus, hoffe ich zumindest. Also der sehr, sehr, sehr aufschlussreichste Wink oder Handbewegung des 20. Jahrhunderts ist nämlich die Vereidigung von Lyndon B. Johnson auf Bord der Air Force One-Maschine, nicht auf eine Bibel. Aha. Und zwar genau die Geschichte hier. Der Kongressabgeordnete Albert Thomas grinst zurück, während Lyndon B. Johnson kurz nach seiner Vereidigung grinst. Im Beisein der Jacqueline Kennedy. Eine sehr unpassende Geste, aber alle haben irgendwie gute Laune hier. Also der Lyndon B. Johnson scheint jetzt hier nicht groß von Trauer getroffen zu sein. Der scheint sich über seine Vereidigung relativ zu freuen. Deswegen haben viele Leute das beeindruckenden Eindruck, dass sie eben sagen, der hat irgendetwas damit zu tun. Dann legen wir mal richtig los. Ich habe hier eine Seite gefunden. Diese Seite wird betrieben von einem John Simking. Der ist der Administrator, hat schon 15.000 irgendwie Zugriffe und so weiter und ist männlich. So, das ist die Originalseite, damit ihr seht, ne, The Education Forum, ne? Da geht es eben um diesen Herrn John Simkin und der hat das jetzt natürlich alles in Englisch geschrieben. Da das hier die deutsche Ausgabe dieser eben Geschichte ist, dann kann man hier sehen, der schreibt eine ganze Menge dazu. Interessanterweise macht er auch Folgendes, was ich sehr gut finde hier. Der schreibt nicht nur eine Menge, sondern der hat auch eine Menge Fußnoten da. Und deswegen habe ich mir ein paar da rausgesucht, beziehungsweise eine ganz, ganz interessante rausgesucht. Und deswegen haben wir jetzt hier die automatische deutsche Übersetzung, sodass ich jetzt hier nicht rummeln hin und her springen muss, sondern dass ihr jetzt einfach erstmal dem Google Translator irgendwie vertraut. Und jetzt haben wir hier mal die Meinung von jemandem, der sich einfach mal damit beschäftigt. Aber diese Menschen, die sich halt eben hobbymäßig damit beschäftigen, genau wie wir auch, die können ja auch verschiedene interessante Hinweise liefern auf den Hintergrund des Anschlages auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also, gehen wir mal einfach rein hier in den John Simkin, Bobby Baker Skandal und die Ermordung von John F. Kennedy. Er schreibt: Als Lyndon B. Johnson 1960 Vizepräsident wurde, beschloss er, einige der Telefonanrufe, die er machte oder erhielt, aufzuzeichnen. Dann arrangierte er, dass seine persönliche Assistentin Mildred Stiegel Transkripte dieser Gespräche anstellte. Er sagte ihr, dass er sie benutzen wolle, um ihm beim Schreiben seiner Memoiren zu helfen. Ist klar. Nach dem, was wir über Lyndon B. Johnson wissen, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dieses Material verwenden wollte, um die Leute, mit denen er sprach, zu erpressen. Er tauschte diese Informationen auch mit J. Edgar Hoover, dem, muss ich dazu sagen, homosexuellen Direktor des FBI, aus. Ihr wisst, homosexuell in den 1960er Jahren war schon so eine kleine problematische Geschichte, die eigentlich eine mittelgroße problematische Geschichte war. Damit war man erpressbar. LBJ zerstörte später einige dieser Bänder und Transkripte. Der Rest wurde Mildred Stiegel übergeben mit der Anweisung, dass dieses Material nach seinem Tode vernichtet werden müsse. Zum Glück für uns gehorchte sie ihm nicht. Stattdessen verpackte sie in 8 Boxen des Federal Record Centers und nachdem sie als Top Secret, also streng geheim, markiert hatten, wurden sie an die LBJ-Bibliothek geschickt. Nach der Verabschiedung des John F. Kennedy Assassinations Records Collection Act
von 1992 wurde die Veröffentlichung dieser Transkripte beantragt. Rund 10% wurden aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückgehalten. Das kennen wir irgendwo, ne? Also die entscheidenden Informationen, die darf man und will man uns nicht geben. Der Rest wurde jedoch am 30. November 1993 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Transkripte zeigen einen Einblick in die Gedanken von Lyndon B. Johnson in den Tagen nach dem Attentat. Sie zeigen, dass ein Thema sein Denken in dieser Zeit dominierte. Das Thema, das für Johnson von größter Bedeutung war, war die Untersuchung des Senats über die Aktivitäten von Bobby Baker. Lyndon B. Johnson war nicht der Einzige, der sich für den Fall Bobby Baker interessierte. Und ich will euch da überhaupt nicht mit langweilen. Das wird nämlich jetzt gleich überhaupt nicht, hoffe ich zumindest, langweilig. In den Wochen vor dem Attentat war die Bobby Baker-Untersuchung die wichtigste politische Geschichte der Zeit. Der Tod von Kennedy änderte all das. Es ermöglichte Lyndon B. Johnson auch, seine Position als Präsident zu nutzen, um die Veröffentlichung von Details seiner korrupten Beziehung zu Baker zu verhindern. Jetzt haben wir hier den Herrn Haley, ein texanischer Geschäftsmann. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt A Texan Looks at Lyndon 1964. Es war ein Bestseller und es wird behauptet, dass in Texas nur die Bibel Haleys Buch in diesem Jahr übertraf. Da haben wir dann doch mal die Bibel da drin. In diesem Buch versuchte Haley, Johnsons korrupte politische Aktivitäten aufzudecken. Dazu gehört ein detaillierter Blick auf die Beziehung zwischen Johnson, Bobby Baker und Billy Sol Estes. Haley wies darauf hin, dass drei Männer, die vor Gericht gegen Johnson hätten aussagen können, George Krutilek, Harold Orr und Harold Pratt, alle an einer Kohlenmonoxidvergiftung durch Automotoren starben. Also Kohlenmonoxid ist das, weswegen die Fahrzeuge in den 1980er Jahren alle Katalysatoren nachgerüstet haben, damit da nicht mehr schädliches und nicht mehr tödliches Kohlendioxid, CO2, rauskommt. Das heißt, in den 80er Jahren, ich habe mal eine Sendung darüber gemacht, in meiner Reihe der Television, da war eben dann Kohlendioxid, war dann der Retter. Komischerweise 30 Jahre später ist es dann der große Killer. Also so ändern sich dann auch immer so die Sachen in der Wissenschaft. Kohlenmonoxidvergiftung heißt... Kann man sich heute, haben Benzinmotoren denn heute keine Kohlenmonoxidausstoßung mehr? Nee, kann man sich heute mit einem Benzinmotor nicht mehr vergasen, wie man das früher konnte? Nee, cool. Du hast ja noch Kohlendioxid, der hinten rauskommt. Da passiert ja nichts mehr. Du hast ja zwei Sauerstoffatome. Ja, nee, da bist du spät dran. Also, ja... Nee, das, nicht, dass ich das will oder so, aber ja. Ich dachte, ach so, ja, weil es gibt doch so einige Filme aus den 80er Jahren in Amerika, wo die das gemacht haben, aber da hatten die damals ja schon Katalysatoren in Amerika. Also wie gesagt, vielleicht hatten die alte Autos, das weiß Kohlenmonoxid, ich nicht. Ja, Kohlenmonoxid heißt eben, dass es, also Monoxid heißt ein Sauerstoffatom. Und Dioxid und, heißt zwei Sauerstoffatome. Ein Kohlenstoffatom, ja, das verstehe ich. Genau, schon. Genau. So, da mit Kohlenmonoxid konnte man sich früher halt Garage an, Motor laufen lassen und vorbei war. Ja, so wie in jenem Fall, glaube ich, von dem früheren Abermanager. Ne? Genau. Ja. Achso, da also habe ich schon was beigelernt. Dankeschön. Ist schon komisch, ne, dass also alle möglichen Menschen da also an derselben Art der Vergiftung sterben. Ne? Also ganz seltsam. Also da wurden dann auch irgendwie so mehrere Zeugen, die eben gestorben sind. Einige gehen mit dem Schiff unter und andere werden halt hier vergast. Ne? Mhm. Der Schreiber argumentiert auch, dass Johnson für den Tod von Henry Marshall und John Douglas Kinzer verantwortlich war, ein Mann, für den Mac Wallace 1951 verurteilt wurde. Wallace, das ist dieser bekannte Killer oder Schütze, arbeitete seit 1950 für Johnson. Im Mai 1998 berief Ward Brown eine Pressekonferenz in Dallas ein, um einen zuvor nicht identifizierten Fingerabdruck im Scharfschützennest im Texas Schoolbook Depository zu diskutieren, aber dieser Fingerabdruck wurde dann angeblich als gehörig zu dem Herrn Wallace identifiziert, was hieße, dass in dem Texas School Depository Building, also der angebliche Schützennest, eben ein Mann, ein Auftragskiller von Lyndon B. Johnson agiert hat. Das ist zumindest, wird heutzutage viel darüber geredet. Das ist übrigens auch eine der Geschichten, die in dieser Dokumentation von dem Francis Connolly Everything's a Rich Man's Trick dann auch da debattiert wird. Aber das ist für uns, wie gesagt, relativ uninteressant, weil es kommen noch ganz andere Dinge hier. Und im Augenblick sind wir ja noch gar nicht beim Attentat. Wir sind immer noch beim Vorläufer vom Attentat und welche Menschen da eigentlich so Interesse dran gehabt haben. Haley schlug auch vor, dass Johnson für den Tod von Kennedy verantwortlich gewesen sein könnte. Johnson wollte Macht und mit all seinem Wissen über politische Strategie und seiner nachgewiesenen Kontrolle des Kongresses konnte er als Vizepräsident einen größeren Machthorizont sehen
als Mehrheitsführer im Senat. In der Tat konnte er sich durch den Vorsitz des Senats nun vorstellen, sowohl hohl als auch wichtige Positionen praktisch zu besetzen, und er war nicht weit davon entfernt, falsch zu liegen. Also er konnte dann quasi das alles nach seinem Gusto so leiten, dass er auch dann letzten Endes aus dieser Affäre dann unbeschadet herausgekommen ist. Dann gibt es einen Journalisten, Joachim Jösten, der ein Buch über das Kennedy-Attentat geschrieben hat, aber keinen Verleger in den USA bekommen hatte, und hat dann eben ein Buch geschrieben über Oswald, eben den Attentäter oder den, wenn man so will, jetzt hier den Sündenbock, den und so weiter, den Schuldigen. Und er hat behauptet, dass die CIA und das FBI dahinter steckt und eine Gruppe rechter texanischer Ölmillionäre sich verschworen hatten. Und 1968 hat derselbe Mensch eine dunkle Seite von LBJ rausgebracht. Und er hat gesagt, dass der Baker-Skandal der wirklich verborgene Schlüssel zum Attentat ist. Also das ist jetzt die weltliche Geschichte. Wir kommen später noch zu den wirklichen Sachen hinter den Linien. Aber jetzt im Augenblick erstmal so für die Menschen, die vielleicht jetzt nur Zeitschriften lesen und so jetzt einfach mal so denken, gut, da hat irgendjemand jemand aus dem Kicker. Gut, der Rest ist jetzt nicht so ganz interessant. Es wird eine ganze Menge schmutzige Wäsche gewaschen, aber es wird jetzt noch viel interessanter gleich. Ihr wisst ja noch, dass der Herr Kennedy Senior Verbindungen zur Mafia hatte, ne? Dass der auch mal dann eben von der Mafia beschützt worden ist und mit denen dann illegale Geschichten gemacht hat und Glücksspiel in seinen Häusern betrieben hat und Alkoholschmuggel und. Ne? Jetzt geht's weiter. In den frühen 50er Jahren war Baker, dieser Kongressabgeordnete, worum es eigentlich geht, dieser Mitwisser, wenn man so will, der eigentlich hätte alles auffliegen lassen können, auch daran beteiligt, die Intercontinental Hotels Corporation bei der Gründung von Casinos in der Dominikanischen Republik zu helfen. Baker arrangierte, dass Ed Levinson, ein Mitarbeiter von Meyer Lansky und Sam Giancana, hier sind wir direkt bei der Mafia, an diesem Deal beteiligt wurde. Sam Giancana, der auch zusammen mit Rosselli und so weiter auch dazu beschuldigt wurde, ganz viel mit dem Kennedy-Mord zu tun zu haben. Als das erste dieser Casinos 1955 eröffnet wurde, wurden Baker und Johnson als offizielle Gäste eingeladen. Also zwei Mitglieder des amerikanischen Senats. Ne? Oberflächlich betrachtet erscheint es überraschend, dass Johnson sich mit führenden Mafia-Figuren in Verbindung bringen lässt. Es muss jedoch daran erinnert werden, wie viel Macht Johnson zu dieser Zeit hatte. 1955 wurde Johnson Mehrheitsführer im Senat. Damit war er der zweitmächtigste Mann in den USA. Nur der Präsident hatte mehr Macht als der Mehrheitsführer des Senats. Also, was will jemand, der Mehrheitsführer im Senat ist? Ich würde mal sagen, um sich zu steigern, kann er eigentlich nur noch Präsident werden wollen. Mehr Macht, ne? Ja, genau. Ja, darf ich mal kurz etwas einwerfen? Ich finde das sehr interessant, dass es hier um Casinos geht, die in der, wo ist das hier, Dominikanischen Republik oder was da? Ja, in der Republik der Dominikaner, ja. Ja, da gemacht werden soll, weil wir müssen ja mal eben vielleicht im Hinterkopf behalten, dass bis zur kommunistischen Revolution in Kuba ein wunderbares Nest für Spieler aus Amerika war. Das ist ja heute noch so, wenn man durch Kuba fährt, da fahren sie unglaublich viele von diesen alten amerikanischen Autos aus den 50er und 60er Jahren. Ja, diese dicken Chevrolets, ne? Genau. Ja, genau. Aber nicht nur Chevys, sondern alle so möglichen Marken. Der Punkt ist, Kuba, vor allen Dingen Havanna, das war damals wirklich ein echtes Paradies für die Amerikaner, weil in Amerika durfte man nicht spielen, also Glücksspiel, ja, und Glücksspiel und Mafia, das ist ja ein und dasselbe. Und die hatte sich dann natürlich in Kuba gesetzt. Und dann haben die doch tatsächlich mit der kommunistischen Revolution der Mafia den Geldhahn abgedreht in Kuba. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, woher kam das denn her, die Invasion der Schweinebucht da und so. Ne? Warum wollte man Kuba wieder haben? Warum wollte man wie heißt er da wieder, den kubanischen Machthaber, der Castro, warum wollte man den unbedingt umwerfen? Ne? Das hat unglaublich viel mit Geld zu tun. Und wenn du jetzt hier gerade nicht nur die Mafia, sondern eben auch hier die Glücksspiele-Dinger damit reinbringst, dann beginnen bei mir da ein paar Rädchen im Gehirn zu arbeiten. Finde ich ganz interessant. Vielleicht tut das ja bei einigen anderen Leuten auch, wenn sie diese Informationen jetzt hören. Aber ich wollte dich nicht ablenken, ich wollte das nur mal eben kurz erwähnen. Nee, also das ist die Geschichte dazu. Also er hat letzten Endes dann genauso Verbindungen zur organisierten Kriminalität gehabt wie Kennedy auch. Und nicht nur der. Zu dieser Zeit hatte J. Edgar Hoover, der Direktor des FBI, auch enge Verbindungen zu Leuten wie Meyer Lansky und Sam Giancana. Hoover, genau wie LBJ, dachte, er sei unantastbar, untouchables, ne? Die folgenden Ereignisse zeigen, dass sie damit tatsächlich recht hatten.
Bobby Baker war Johnsons wichtigster britischer Berater. Bobby Baker hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, Johnson davon zu überzeugen, 1960 Kennedys zweite Wahl sozusagen zu werden, also Vizepräsident zu werden, Running Mate, also derjenige, der sich aufstellen lässt, um Vizepräsident zu werden. Und er wusste, dass Vizepräsidentschaft ein ohnmächtiges Amt war und hat sich letzten Endes von Bobby Baker auch mit dazu überreden lassen, das dann trotzdem anzunehmen. Ne? In seiner Autobiografie Wheeling and Dealing, Confessions of a Capitol Hill Operator gibt Bobby Baker einen Bericht darüber, wie LBJ Kennedys Running Mate wurde. Baker beschreibt, wie Johnson ihm sagte, dass Kennedy zu ihm in sein Hotel kommen würde. John Connolly, das ist der Mensch, der genau in dem Präsidentschaftsauto saß als texanischer Gouverneur, war der Meinung, dass Kennedy ihm den Job anbieten würde. Johnson fragte Baker, was er tun solle. Baker antwortete, es ist keine Schande, das zweithöchste Amt im Land zu bekleiden und einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt zu sein. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr prophetisch, ne, dieser Satz. Connelly fügte hinzu, dass Johnson in der Lage sein würde, Texas für Kennedy zu liefern. Also, der Kennedy hat den Johnson deswegen ins Boot genommen, um Texas zu gewinnen. Und Texas ist ein Staat mit ganz vielen Wahlmännern. Das ist ein ganz großer Staat, auch ein sehr einflussreicher Staat. Das ist das ganze Ölgeschäft und so weiter, wird da über Texas nämlich da auch abgewickelt. Ne? Also so sieht's aus. Also ein Machtmensch, ein absoluter Machtmensch. Was jetzt noch weiter hier ist und so weiter, das können wir dann in 150 Folgen dann abspeisen. Aber darum geht's nicht. Wenn Kennedy geschlagen werden würde, hätte Johnson es abschieben können auf den Katholizismus von dem Herrn Kennedy und dann trotzdem der Sieger wäre in der Demokratischen Partei in der 1964er Wahl, also die ja bevorstand, weil wir reden ja über November 1963 mit der Wahlkampfveranstaltung von Kennedy. Von daher ist es dann so, dass Johnson immer noch scharf war auf das Amt des Präsidenten, spätestens 1964. Denn der Vizepräsident kann eigentlich gar nicht viel verkehrt machen in den ganzen Zeiten der Präsidentschaft, so wie ich das sehe. Und deswegen hat der Johnson okay gesagt, ich bin da schon mal ganz nah an der Präsidentschaft dran und dann machen wir die Geschichte und dass die beiden sich spinnefeind waren, das kommt jetzt gleich auch raus. Es kamen Gerüchte auf, Baker sei in korrupte Aktivitäten verwickelt. Obwohl sein einziges Einkommen offiziell das des Sekretärs der Senatsmehrheit war, war er offensichtlich ein sehr reicher Mann. Er wurde vom Generalstaatsanwalt Robert Kennedy, also dem jüngeren Bruder von JFK, untersucht. Er fand heraus, dass Baker Verbindungen zu Clint Murchison und mehreren Mafia-Bossen hatte. Das ist genau diese Veranstaltung und die Location, die am Vorabend des Attentats eben da aufgesucht worden ist und von der Geliebten von LBJ ausgesagt worden ist, dass Lyndon B. Johnson gesagt hätte, am nächsten Tag würden ihn die Kennedy-Brüder nicht mehr belästigen. Es tauchten dabei so auf, dass Lyndon Johnson ebenfalls in britische Korruption verwickelt war. Dazu gehörte die Vergabe eines 7 Milliarden Dollar Auftrages für ein Kampfflugzeug an General Dynamics, ein Unternehmen mit Sitz in Texas. 1962 begann John Williams, der Senator von Delaware, die Aktivitäten von Bobby Baker zu untersuchen. Nach seiner ersten Entdeckung war, dass Bobby Baker ein Haus für seine attraktive Sekretärin Nancy Carol Tyler gekauft hatte. Ich weiß gar nicht, wo man hier noch weiter anfangen soll. Das ist echt unergründlich, wenn das wirklich so weitergeht. Laut W. Penn Jones Jr. war Bobby Baker so ziemlich die erste Person in Washington, die wusste, jetzt wird's heiß, dass Lyndon Johnson 1964 als Vizepräsidentschaftskandidat abgesetzt werden sollte. Baker wusste, dass Präsident Kennedy den Platz auf dem Ticket Senator George Smathers aus Florida angeboten hatte. Baker wusste es, weil seine Sekretärin Miss Nancy Carol Tyler mit einer der Sekretärinnen von George Smathers zusammenwohnte. Miss Mary Jo Comecapney war eine weitere Sekretärin von Smathers gewesen. Und wisst ihr, wer das ist? Mary Jo Kopechny? Ihr glaubt ja genauso wenig wie ich an Zufälle. Das ist diejenige, die in dem Autounfall von dem jüngsten Bruder von Kennedy umgekommen ist. Nämlich von Edward Kennedy. Also da sagt doch mal einer, das gibt's doch gar nicht. Also das hat mit Fluch nichts zu tun. Ne? Das ist schon alles hier politisches Kalkül, was da überall läuft. Ne? Jeder intrigiert gegen jeden. Ne? Teddy verschwindet oder flüchtet, ja, und die Blonde ertrinkt. Ne? Das ist jetzt mal ein ganz, ganz kurz zusammengefasst, was da in dem
Zwischenfall, den ich nicht aussprechen kann. Chica, Picknick. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist echt fürchterlich, wenn man das jetzt mal so. Das kann man sich auswendig lernen hier. Die Wahlkampfhelferin, die amerikanische Sekretärin, eine der Wahlkampfhelferinnen für die Präsidentschaftskandidatkampagne von Robert Kennedy. Also egal, was mit den Kennedys zu tun hat, hier Chappaqua, Quiddick Island, ne, das war die Geschichte. Also alles, was damit zu tun hat, bringt den Menschen kein Glück. Ne? Alles, was irgendwie mit Kennedy zu tun hat, ist überall nur Mord, Totschlag und Entschuldigung, nicht Totschlag, sondern natürlich Autounfälle, also Unfälle. Ne? Diesmal nicht durch Vergiftung, diesmal eben, ja, wie auch immer. Ne? Also tut mir leid, wenn das jetzt hier immer so weitergeht. Ich weiß langsam auch nicht mehr, wo man gleichzeitig gucken will. Das ist, man kriegt den Deckel auf den Topf gar nicht mehr zu. Also einen Honigtopf, Honeypot. Also das ist klar, dass also irgendjemand irgendwelche attraktiven Frauen dann halt benutzt werden, um andere Menschen zu erpressen. Ne? Das ist die genau die Geschichte. Für Johnson war es ein leichtes, Politiker dazu zu bringen, das zu tun, was er wollte, wenn sie auf einer seiner Partys gewesen waren. Kennt ihr irgendwie das? Das ist so die Geschichte mit den Prostituierten, die man dann halt engagiert, um nachher irgendjemand zu kompromittieren, zum Beispiel. Ne? Politische Bestechungsgelder, das alles wurde aufgezeichnet in den Akten von Johnson und Hoover. Wir sprechen über FBI aufgenommen. Hier ist jetzt schon klar, dass der Autor andeutet oder zumindest sagt, dass der Herr Johnson beste Verbindungen zum FBI hatte. Das FBI ist übrigens für Kriminalfälle innerhalb der Vereinigten Staaten verantwortlich, inklusive dem Mord an den amerikanischen Präsidenten. Und wenn jetzt der Lyndon B. Johnson mit dem Chef des FBI gute Kontakte hat, dann kommt der relativ gut dabei weg. Baker besaß auch den Quorum Club, einen weiteren Ort, der dazu diente, Informationen über Politiker zu sammeln, die später zu Erpressungszwecken verwendet werden konnten. Und das wird gleich ein Thema. Dann gucken wir mal an, was der noch so alles sagt. Der Senator von Delaware wurde dann als Sherlock Holmes von Capitol Hill bezeichnet und eben das Gewissen des Senates. Ne? Der war so als zu Deutsch einer der Guten. Ich glaube, dass Hoover und Johnson diese Informationen über John Kennedy als Warnung in Bezug auf den Fall Bobby Baker durchgesickert haben. Hatte Johnson gesagt, was Kennedy zu seiner persönlichen Sekretärin Evelyn Lincoln gesagt hatte? Laut Lincoln hatte Kennedy beschlossen, dass er aufgrund dieses aufkommenden Skandals Johnson bei den Wahlen 1964 als einen Running Mate fallen lassen würde. Er sagte Lincoln, dass er Johnson durch Jerry Sanford ersetzen würde. Quelle: Evelyn Lincoln, Kennedy und Johnson. Endlich ist sie wieder da. Das ist das Buch der Sekretärin von John F. Kennedy. Hier steht auf Seite 206 genau das Folgende dran. Jetzt habe ich ihn gefragt, also John F. Kennedy, wer ist deine Wahl als Vizepräsident? Er guckte mich geradlinig an und ohne Zögern hat er geantwortet: Zu dieser Zeit denke ich an Gouverneur Terry Sanford von North Carolina, aber es wird nicht Lyndon werden. Diese Neuigkeiten schockierten mich nicht. Ich hatte schon eine ganze Weile dieses Gefühl, dass Lyndon Johnson eben nicht der nächste Vizepräsidentenkandidat in der nächsten Kampagne sein werde. Tatsächlich hatte ich eben schon diese Möglichkeit mit meinem Ehemann und seinen Freunden öfters schon mal diskutiert. Also, das ist auf der offiziellen Biografie sozusagen oder offiziellen Buch seine Sekretärin Evelyn Lincoln von John F. Kennedy. Die sagt das über, auf Seite 206. Also, da kann jetzt keiner sagen, dass es hier keine Theorie oder sowas. Also sie sagt aus, dass Kennedy ihr gesagt hätte, ich weiß nicht den Tag, aber ihr gesagt hätte, dass es also nicht Lyndon B. Johnson wird. Und wir hatten ja schon vorher gelernt, dass der Lyndon B. Johnson wiederum gelernt hat, durch den Herrn Baker, dass er das nicht werden würde. Also, wer hat ein Interesse daran, dem Kennedy aus dem Weg zu räumen? Mit Kennedy hatte ja Lyndon Johnson keine Zukunftsperspektive. Und erzählt mir bitte nicht, dass er das am 22. November 1963 nicht wusste. Geht weiter. Das ist das nochmal in ganz groß. Ne? But it will not be Lyndon. Es gibt jetzt genug Beweise dafür. Oder andersrum gesagt. Vielleicht hatte Johnson auch herausgefunden, woher John Williams seine Informationen erhalten hatte. Burkett van Kirk, Chefjurist der republikanischen Minderheit im Regelausschuss des Senates, sagte Seymour Hersh später, dass Senator John Williams von Robert Kennedy, Justizminister, mit Informationen über die Verblicke von Lyndon Johnson und Bobby Baker in eine Reihe von Skandalen gefüttert wurde. Van Kirk behauptete, Robert Kennedy habe diese Informationen geliefert, weil er Johnson loswerden wollte.
Es gibt jetzt genug Beweise dafür, dass es 1963 einen Versuch der Kennedy-Brüder gab, Johnson als Vizepräsidenten loszuwerden. Ihre Hauptwaffe war John Williams, ein Mann, der als der ehrlichste im Senat galt. Gleichzeitig hatte Kennedy im Januar 1963 angekündigt, dass er die Ölerschöpfungszulage abtun wollte. Es wird geschätzt, dass die vorgeschlagene Streichung der Ölschöpfungszulage zu einem Verlust von rund 300 Millionen Dollar pro Jahr für texanische Ölmänner führen würde. Ja, da kann man sich ja mal vorstellen, dass natürlich auch im Sinne der texanischen Ölmilliardär oder Millionär oder Industrie als solche Krieg natürlich ganz willkommen ist, um den Umsatz zu steigern, oder? Ein Senatsausschuss prüfte bereits den F-111-Vertrag von General Dynamics und Johnsons Freund Fred Korb war gerade zum Rücktritt gezwungen worden. Johnson und bereits Robert McNamara, der Verteidigungsminister, waren in diesen Skandal verwickelt und waren bereits unter seiner strengen Kontrolle. Also die Kennedy-Brüder hatten eine ganze Menge schon gemacht im Hintergrund, um Johnson loszuwerden und eine ganze Menge gemacht, um einige sehr, sehr einflussreiche Männer aus dem Senat letzten Endes da an den Pranger zu stellen und auch eine ganze Menge einflussreiche und reiche Männer, um ihr Geld zu bringen. Johnson wehrte sich jedoch und steckte hinter den Leaks, also den Äußerungen oder den Veröffentlichungen, über Kennedys Beziehungen zu Prostituierten, die mit der Sowjetunion verbunden waren. Trotz Johnsons größter Bemühungen glaubten die Kennedy-Brüder, dass etwas, das am 22. November 1963 passieren würde, Johnson endlich damit loswerden würden. Ein Mann namens Don B. Reynolds war zu John Williams gegangen, um Beweise gegen Johnson und Baker zu finden. Williams arrangierte, dass Reynolds am 22. November, wir reden vom Attentatstag, vor einer geschlossenen Sitzung des Senatsausschusses für Regeln erschien. Reynolds, der ein Freund von Baker war, behauptete, Johnson habe verlangt, dass er Schmiergelder als Gegenleistung für dieses Geschäft zur Verfügung stellte. Dazu gehörte eine Stereoanlage und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Reynolds erzählte auch, dass er einen Koffer voller Geld gesehen hatte, den Baker als 100.000 Dollar Anzahlung an Johnson für seine Rolle bei der Sichtung des Fort Worth TFFX-Vertrages beschrieb. Das ist diese Geschichte über den taktischen Fighter, ne, also den taktischen Kriegsflugzeug. Seine Aussage endete, als die Nachricht eintraf, dass Präsident Kennedy ermordet worden war. Die Telefonprotokolle zeigen, dass LBJ, sobald er Präsident wurde, Everett Jordan, den Vorsitzenden des Senatsausschusses für Regeln, kontaktierte, um zu sehen, ob es eine Chance gab, die Veröffentlichung von Reynolds' Aussage zu verhindern. Jordan antwortete, dass er tun würde, was er konnte, warnte Johnson jedoch, dass einige Mitglieder des Ausschusses wollten, dass Reynolds' Aussage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Am 6. Dezember 1963 telefonierte Jordan mit Johnson und sagte, er tue, was er könne, um die Geschichte zu unterdrücken, weil sie sich an einen Ort ausbreiten könnte, an dem wir nicht wollen, dass sie sich ausbreitet. Es gab auch einen anderen Mann, der drohte zu erzählen, was er über den Fall Bobby Baker und die Ermordung von John F. Kennedy wusste. Sein Name war Edward Grant Stockdale. 1949 lernte Stockdale Kennedy durch George Smathers kennen. Die drei wurden enge Freunde. Dann wurde er zum Direktor des Florida State Committee ernannt, um John F. Kennedy zu wählen. Nachdem Kennedy die Nominierung gewonnen hatte, setzte sich Stockdale aktiv in West Virginia, Oregon und New York für ihn ein. Er war Mitglied des Nationalen Finanzausschusses der Demokratischen Partei. 1961 ernannte der Präsident dann eben Stockdale zum Botschafter in Irland, ne? Erzkatholisches Land. Und so weiter. Das wird aber jetzt noch viel, viel fieser, weil ich will jetzt nicht in alles hier da reingehen. Die Vermutung ist, dass Kennedy von Baker erpresst wurde. So, und jetzt kommt der nächste Zufall. Bei seiner Rückkehr erzählte Stockdale mehreren seiner Freunde, dass die Welt sich näherte. Oder wie auch immer, das ist komisch übersetzt. Ja, am 1. Dezember sprach er mit seinem Anwalt William Frase, der sich später erinnerte. Er fing an zu reden, es machte nicht viel Sinn. Er sagte etwas über diese Jungs, die versuchten, ihn zu bekommen, dann über das Attentat. Edward Grant Stockdale starb am 2. Dezember 1963, als er aus seinem Büro im 13. Stockwerk des DuPont Buildings in Miami fiel oder gestoßen wurde. Stockdale hinterlässt... Bitte? Ich sagte im Moment eben, weil du sagtest, die Welt sich näherte, Übersetzungsfehler oder was. Ich glaube, das heißt im Englischen, the world comes to a close. Mhm. Das heißt im Grunde, dass die Sache sich ihrem Höhepunkt nähert. Ach so, nähert. Das kann natürlich... Das, ja, das heißt. Okay, prima, ja. Mhm. Ja, Entschuldigung, ich wollte das gerade eben sagen. Nee, das ist gut, das ist gut, das war mir jetzt nicht so geläufig. Mhm. Also auf jeden Fall ist dieser Mensch, der früher Botschafter gewesen ist, am 2. Dezember, also 10 Tage ungefähr nach dem Attentat, auch gestorben, weil er aus dem Büro im 13. Stockwerk gefallen ist. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen und sein Freund behauptet, dass er depressiv geworden sei.
Im Juni 2004, sagt der Betreiber der Webseite, oder sagt zumindest der Schreiber der Webseite hier, wurde ich mit Grant Stockdales Tochter Anne in Kontakt gebracht. Sie behauptet, dass ihr Vater an einigen Undercover-Aktivitäten für Kennedy beteiligt worden sei oder gewesen sei. Zitat: Eine Sache, die ich weiß, sagt die Tochter, dass Kennedy Daddy gebeten hat, zur Air Force Base südlich von Miami zu gehen, um zu sehen, ob gegen Kennedys Befehl Bomben auf die Flugzeuge geladen wurden. Bomben wurden auf die Flugzeuge geladen. Ich glaube, einer der Gründe, warum Papa, also der Stockdale, getötet wurde, war, dass er wusste, dass die Regierung vom Militärkomplex geführt wurde. Der Militärkomplex wollte nicht, dass das amerikanische Volk erkennt und es immer noch nicht tut, dass er es das Sagen hat. Papa wusste, dass er verfolgt wurde und er sagte Mama, dass sie ihn holen würden. Und das taten sie. Es gab auch einen Anschlag auf mein Leben einige Tage nach Papas Beerdigung. Ich erkenne jetzt, dass dies eine Angsttaktik war, um meine Mutter zum Schweigen zu bringen. Das heißt, wenn du über irgendetwas sprichst, sind deine Kinder tot. Es hat funktioniert. Das, glaube ich, sind so Dinge, die nicht in so einer normalen John F. Kennedy-Dokumentation rauskommen. Da geht es immer nur um den Herrn Oswald. Deswegen nervt mich dieses Thema Lee Harvey Oswald. Ich weiß auch nicht, ob ich den überhaupt noch irgendwann mal benennen will, weil alles andere ist eigentlich viel, viel spannender als... Aber gut, vielleicht mal ganz zum Schluss. Da kommt vielleicht noch eine große Überraschung. Lyndon Johnson war in den Tagen nach dem Attentat vom Fall Bobby Baker besessen. Einige der interessantesten Aspekte der Johnson-Telefontranskripte betrifft die Vertuschung des Falls. A.B. Forters, ein Anwalt, der sowohl Johnson als auch Bobby Baker vertrag, arbeitete hinter den Kulissen, um diese Informationen vor der Öffentlichkeit zu schützen. Johnson arrangierte auch eine Verleumdungskampagne gegen Don Reynolds. Um ihm dabei zu helfen, übergab, FBI Direktor J. Edgar Hoover, Johnson die FBI-Akte über Reynolds. Also wir sehen, das FBI arbeitet ganz, ganz dick und fest und ganz lieb mit dem Herrn Johnson zusammen. Ja, und von daher hat sich das dann alles irgendwann zerstreut. Ne? Wer redet heutzutage über Bobby Baker-Fall? 1966 war es dann Jack Anderson, der die Geschichte über die möglichen Mafia-Verbindungen mit der Ermordung von JFK veröffentlichte. Dies geschah während der Jim Garrison-Untersuchung, die Verbindungen zwischen der CIA und Andro Castro Kubanern und dem Attentat aufzeigen wollte. Einige Wochen später berichtete die New York Times, Johnson habe Informationen aus geheimen Regierungsdokumenten verwendet, um Reynolds zu verleumden. Es wurde auch berichtet, dass Johnsons Beamte Druck auf die Redakteure von Zeitungen ausgeübt hatten, keine Informationen zu drucken, die Reynolds vor dem Regelausschuss des Senates veröffentlicht hatte. Trotzdem schaffte es die Geschichte nicht auf die Titelseiten der nationalen Zeitungen. Das ist verständlich, das glaube ich nicht. 2 Monate zuvor war der Präsident ermordet worden. Die Öffentlichkeit war nicht in der Stimmung, einen anderen wegen Korruption aus dem Amt zu vertreiben. Jei, jei, jei. Also da glaube ich ja nicht viel von. Ich glaube eher, dass der Einfluss des Präsidenten so groß gewesen ist, dass wenn man schon einen Mord an einem Präsidenten vertuschen kann, die Vertuschung einer, und ich sage jetzt nicht, dass das das Hauptwerk von Johnson gewesen ist, dann noch letzten Endes einen Finanz- und Vertuschungs- und Korruptionsskandal im amerikanischen Senat dann auch irgendwo wegwischen kann. Vor allen Dingen, wenn noch zwischendurch was ist? Ha! Weihnachten! Gut, geht weiter. Die Baker-Untersuchung wurde fortgesetzt. 1964 wurde Nancy Carroll Tyler vor den Senatsausschuss berufen. Tyler nahm den 5. Verfassungszusatz und weigerte sich, Informationen zur Verfügung zu stellen, die Bobby Baker in korrupte Aktivitäten verwickeln würde und wahrscheinlich auch noch sie belasten. Sie zog zurück nach Tennessee, kehrte 65 zurück, um sich mit Baker als Buchhalter im Carousel Motel zu arbeiten. Sie glaubte, dass Baker seine Frau verlassen würde. Als er sich weigerte, wurde sie sehr wütend und machte laut Baker irgendwelche Szenen. Dazu gehörten Drohungen, Selbstmord zu begehen. Am 10. Mai 1965 starb die Frau Tyler bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Ocean City, Maryland. Wenn du da in Kennedy reingehst. Der Bericht von Bobby Baker. Am Sonntagmorgen begannen sie und ihre Mitbewohnerin, eine junge Frau namens Dee McCartney, mit einem Mann aus West Virginia, Robert O. Davis, zu trinken, der seit einer Woche im Karussell Urlaub gemacht hatte. Ursprünglich hatte sie beabsichtigt, in Davis' Privatflugzeug eine Sightseeing-Tour über die 11 Meilen lange Insel zu unternehmen, auf der das Karussell gebaut wurde, aber das morgendliche Wetter war als zu suppig zum Fliegen beurteilt. Das ist schön übersetzt hier. Eine richtige Suppe da draußen. Sie tranken weiter, aber auch nicht die Suppe. Beobachter sagten mir später, dass der Pilot ziemlich beschwipst zu sein schien. Das ist dann doch eine andere Suppe. Gegen 14 Uhr fuhren dann Robert Davis und Tyler zum Flughafen Ocean City, nachdem das Wetter dann hell und sonnig wurde.
Eieiei. Und stiegen in sein Flugzeug auf. Zeugen sagten später, dass das einmotorige Flugzeug sich dem Karussell näherte, einige Male in niedriger Höhe summte und dann begann scharf nach oben zu ziehen, als es in eine Kurve geriet, die es über den Atlantik hinausfuhr. Also das ist dämlich übersetzt, aber egal, das Flugzeug kam nicht aus der Kurve. Es traf das Wasser mit hoher Geschwindigkeit und sank wie ein Stein. Zudem ist es, wie gesagt, ein weiterer Unfall in der Reihe von Unfällen. Also es passieren permanent Unfälle. Am besten, wenn du mit Kennedy zu tun hast, bleibst du am besten im Bett und auch da stirbst du. Das ist unglaublich. Am 26. November, 4 Tage nach dem Attentat, sagte Johnson zu dem Joint Chief of Staff: Meine Herren, ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Vietnam nicht so gehen lassen werde, wie China es getan hat. Ich bin persönlich engagiert. Ich werde keinen Soldaten von dort herausnehmen, bis Sie wissen, dass wir es in Asien ernst meinen. Du bekommst mich einfach gewählt und ich werde dir deinen verdammten Krieg geben. Also, ihr bekommt mich einfach gewählt oder ihr habt mich jetzt hier bekommen und ich werde euch eben den verdammten Krieg geben. Also, er war auf jeden Fall pro Vietnamkrieg. Der Anwalt wiederum seines als Little Linden bezeichneten Bobby Bakers, der Edward Bennett Williams, galt als Gangsteranwalt, der unter anderem Jimmy Hoffa verteidigt hatte. Das ist der, der später dann irgendwie verschwunden wurde oder immer noch nicht aufgetaucht ist. Er vertrat aber auch John Connelly, hört, ne, der Gouverneur, der mit im Auto gesessen hat, dass da der Nörner Kennedy in seinen letzten Sekunden da gefahren hat, und Richard Helms, den Direktor der CIA. Moment mal, der Anwalt vertritt einen Gangster, einen Gouverneur und den Direktor der CIA. Das ist ja mal interessant, das ist ja mal eine Kombination, oder? Guck dir das mal an, ne? Das ist interessant. Gangsteranwalt, John Connelly und Direktor der CIA, alles zusammen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer der Gangster ist von denen, vielleicht sind das ja alle, ne? Aber schon interessant, ne? Interessant. 1967 wurde Baker in 7 Fällen des Diebstahls, des Betruges und der Einkommensteuerhinterziehung für schuldig befunden. Er wurde jedoch nie wegen der schweren Korruptionsdelikte angeklagt, die Menschen wie Johnson vor Gericht gebracht hätten. Ja, dazu gehört zum Beispiel die Annahme großer Summen in sogenannten Wahlkampfspenden, um Einfluss bei verschiedenen Senatoren zu kaufen, aber er hatte das Geld für sich behalten. Er wurde zu 3 Jahren Bundesgefängnis verurteilt, verbüßte aber nur 16 Monate. Wahlkampfspenden, da war doch mal was. Ist schon länger her, ne? Aber es gibt eben Leute, die kriegen den Hals nicht voll. Wo sind die Akten und wer sind die Spender? Ich hätte eine Idee zu den Spendern, aber ich kann es nicht beweisen. Aber es sind da ungefähr dieselben Menschen, die auch jetzt hier ganz vehement mit diesem Fall von dem Herrn Kennedy etwas zu tun haben. Ja. Ob eben der Joachim Jüsten mit seinem Buch recht hat, dass er sagt, der Baker-Skandal sei der verborgene Schlüssel zur Ermordung von John Kennedy, muss dann letzten Endes die Geschichte entscheiden. Das werden wir nicht herausfinden. Also ich habe eine ganz andere Idee, aber die wird noch so 10 Folgen dauern. Der Fall unterstreicht das Ausmaß der Korruption, die 1963 in Washington existierte, und wirft die Möglichkeit auf, dass Kennedy aufgrund seiner Pläne, das System zu säubern, kenne ich das nicht irgendwoher, Jörg, to drain the swamp, ja, so von Trump, ne? So eben den Sumpf trocken zu legen. Donaldus Trumpfius, ne? Ja, genau, ne? Stattdessen, sagt nämlich jetzt dieser Mensch, bekam mit Lyndon Johnson den korruptesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. Und das sind die ganzen Fußnoten hier. Also ist nicht gerade wenig. Ja. Jetzt gibt's hier eine Antwort drauf von William Kelly. Die ist genauso interessant. Ich denke, Sie haben das Wandesattentat sehr überzeugend demonstriert und die tiefe Korruption des amerikanischen politischen Systems damals und heute skizziert. Die meisten Forschungen befassen sich mit dem Wie und Warum, aber sie haben effektiv die Frage beantwortet, warum sie ihn damals getötet haben, das Wann. Denn es wäre zu spät, wenn JFK, LBJ, also wenn John F. Kennedy dem Herrn Johnson das antun würde, was er Allen Dulles, dem Herrn Bissell, dem Herrn Cabell, dem Herrn Harvey, dem Herrn Stockdale und dem Herrn McCormick angetan hat. Und das war im Begriff zu passieren, wie Nixon und die Dallas-Zeitung am Morgen des Attentates spekulierten. Am Morgen des Attentates. Der ganze Grund für die Ermordung von Kennedy hing davon ab, dass LBJ da war, um die Macht zu übernehmen. Und es war ziemlich klar, dass er auf dem Weg aus der Tür war, also zu Deutsch auf dem Weg war, eben genau die Karte zu lösen. Trotz der Call-Girl-Erpressungskarte, die er auf JFK hatte. Und vielleicht gerade deswegen. Also es ist ein bisschen häufig übersetzt hier. Es geht dem Menschen hier darum, dass er sagt, der war letzten Endes dabei, gerade von den Kennedy-Brüdern fertig gemacht zu werden, trotz der Call-Girl-Erpressungskarte, die er eben gelöst hatte, um wiederum seinerseits, weil der Kennedy ihn mit der Baker-Affäre unter Druck gesetzt hat und eigentlich loswerden wollte, laut seiner Sekretärin von Kennedy, der Evelyn Lincoln, eben da jetzt mit Call-Girls erpresst hat. Und jetzt kommt nämlich genau die Geschichte mit dem Quorum Club.
Button Hirsch erwähnt in seinem Buch Bobby and J. Edgar, also Robert Kennedy und J. Edgar Hoover, The Bitter Face-Off Between the Kennedy and Hoovers, dass Alan Romesh die deutsche Bombe war, mit FBI-Ermittlungen zu Phil Grahams Selbstmord im 1963 August. Siehe Seite 364, Alan Romesh, die deutsche Bombe. Endlich haben wir wieder eine deutsche Bombe. Ne? Sexbombe oder was? Es geht sich um diese Frau. Interessanterweise war die weder am 22. November 1963 in Dallas, noch in, weil ich welche richtig im Kopf habe, noch in Texas, noch in USA. Aber es gab einen Skandal. Der Herr Baker, der war ja nicht irgendjemand, der war der kleine Lyndon und deswegen hat er immer so als Informationsbeschaffer gearbeitet für den Lyndon B. Johnson. Und beispielsweise hat der etwas mit dem Quorum Club zu tun. Und bevor wir jetzt da reingehen, habe ich doch die nächste Webseite vorbereitet. Ach, übrigens, die Geschichte mit dem Wetter in Fort Worth in Texas, ne, die letzte Zwischenstation, bevor er in Dallas gelandet ist, da gab es tatsächlich Regen. Das kann man hier auf dem Skript nachlesen. Ne? Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und da hat er dann auch übrigens gesprochen über dieses Flugzeug, ne? Dieses taktischen Dings da, Bums da. Jetzt kommen wir zum Bobby Baker. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte nochmal. Gemäß dem Autor Evan Thomas hat eben der Generalstaatsanwalt Robert F. Kennedy, der Bruder des amerikanischen Präsidenten, einen Deal, einen Handel gemacht mit J. Edgar Hoover, um eben die Nennung oder den Namen von Romesh aus dem Senatsuntersuchung von Bobby Baker herauszuhalten. Der Herr Hoover hat nämlich dann ganz erfolgreich die Senatsuntersuchung von diesem Bobby Baker-Fall dann limitiert und hat eben dann gewisse Informationen dann auch noch an die Senatoren dann eben dann auch weitergegeben und als Pfand sozusagen oder als Austausch für diese Gefälligkeit hat eben dann der Robert Kennedy dem Herrn Hoover versichert, dass sein Job als FBI-Direktor dann eben sicher gewesen wäre. Also guckt doch mal bitte schön, das ist alles nur ein Schachern links und rechts. Der eine weiß das, der andere weiß jenes, der eine erpresst den einen hiermit und der andere sagt, okay, dafür tue ich dann dieses und so weiter. Das ist ja unglaublich. Robert Kennedy war... heißt das hier, Michael. Bitte? Im zweiten Satz, Hoover hat erfolgreich die Senatuntersuchung limitiert von Baker, dadurch, dass er gedroht hat, entblößende Informationen oder peinliche Informationen über die Senatoren, die in FBI-Akten sind, zu veröffentlichen. Mhm. Okay. Threatening, er hat gedroht, du hattest das verkehrt übersetzt, deswegen verbessere ich das eben. Ja. Und dafür gibt es dann halt eine Belohnung in exchange for this favor, ne? Also als Belohnung für diesen Gefallen hatte Robert Kennedy Hoover versichert, dass sein Job als FBI-Direktor sicher war. Das ist ja nicht gerade unwichtig, dass wir das mal eben nennen, ne? Wo ja solche Leute wie CIA-Chef Dulles und sowas bereits abgesetzt wurden. Ne? Wenn ich dann FBI-Chef bin und ich bin in demselben Sumpf mit drin und kriege dann aber von dem Bundesstaatsanwalt zugesichert, dass mein Posten sicher ist, das ist dann doch schon, glaube ich, eine ziemlich sichere Nummer, ne? Ja, vor allen Dingen ist das eine sichere Nummer, weil halt der Edgar Hoover, wie wir wissen, auch in gewissen Orden gewesen ist. Also das ist ja auch kein Staatsdiener, ne? Nach außen hin nur. Also von daher, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, klar. Das ist ganz wichtig, vor allem, weil der Edgar Hoover letztendlich derjenige ist, dem ja die ganze Beweissicherung für den Anschlag an John F. Kennedy da obliegt als FBI. Die ganze Zeit waren ja FBI-Leute überall da unterwegs. Hm? Robert Kennedy war auch einverstanden, um dem FBI letzten Endes jetzt hier eine Verdrahtung zu gestatten, die Hoover eben angefragt hatte bei Martin Luther King, um den eben zu überwachen und sein Telefon und alles anzuzapfen, denn seine speziellen Informanten und so weiter und Berater wären angeblich Kommunisten gewesen. Und obwohl der Herr Robert Kennedy eine schriftliche Einverständniserklärung mit einer limitierten Anzahl oder Wiretapping, also limitierte Zusage bekommen, gegeben hat und so weiter, hat der Hoover das eigenmächtig dann eben ausgebreitet, sodass sie eben dann quasi ohne irgendwelche Begrenzungen dann eben nach Beweisen für Martin Luther Kings Verbindungen dann eben machen konnten. Und ich dachte immer, da gibt es ja so Bilder von dem Robert Kennedy und dem Martin Luther King zusammen, die ihn da irgendwie zusammen zeigen, die wären in einem Boot gewesen. Aber guck mal, hintenrum hat der Herr Robert Kennedy dem Herrn Hoover da wieder einiges gestattet, also jeder gegen jeden. Es ist echt, es ist ein Sumpf, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, das ist ein Sumpf. Da weiß der gar nicht mehr, wo du gucken sollst. Ja, und jeder hat mit allem zu tun. Ja, das ist ja ganz klar. Ich meine, dieser Mann, der hat Geheimnisse, der hat, wie gesagt, wir haben ja direkt am Anfang gelernt, ja, der hat Gespräche aufzeichnen lassen, alles, der konnte allen und jeden erpressen, inklusive dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bild, was wir hier sehen. Aber ich habe noch mehr vorbereitet dazu. Guck mal hier, es gibt eine Suite 8F-Gruppe. Ja, das ist eine Gruppe von politisch aktivierten oder aktiven Geschäftsmenschen in Texas von 1930 bis zu den 1960ern. Und diese ganzen Menschen haben sich dann getroffen, so wie halt Bilderberger oder sonstige Geschichten, vielleicht im kleineren Rahmen und so weiter. Und das sind die Mitglieder hier dieser Suite 8-Gruppe. Jetzt guckt euch die Namen an. Die haben John Connally, der Gouverneur, der im Auto gesessen hat beim Anschlag. Lyndon B. Johnson, der spätere Präsident der Vereinigten Staaten. Albert Thomas, genau dieser Abgeordnete, der dem Lyndon B. Johnson an Bord der Air Force One zugegrinst hat. Und nicht zu vergessen auch noch Clint Murchison. Ja, das ist genau dieser Mensch, wo da angeblich am Abend vorher der Lyndon B. Johnson dann zu seiner Geliebten da Madeleine Brown, die ein illegales Kind von ihm hatte, gesagt hat: Am nächsten Tag, morgen werden mich die Kennedys nicht mehr belästigen oder nicht mehr bloßstellen. Na? Alle zusammen. Diesmal im Suite 8. Sehr sweet, ne? Sehr sweete Geschichte. Suite 8. Sollte man sich merken. Und was hat das jetzt alles damit zu tun? Na, wir hatten noch eben die blonde Bombe, na, ne? Die blonde Bombe. Ne? Deswegen, ja. Die blonde Bombe. Wo ist denn die ganze blonde Bombe? Ja, die blonde Bombe. Der ganze Grund für die Ermordung von JFK hing davon ab, dass LBJ da war, um die Macht zu übernehmen. Das hat auch geklappt innerhalb von 130 Minuten. Und es war ziemlich klar, dass er eben eine Callgirl-Erpressungskarte hatte in Punkt auf JFK. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Geliebten aus der DDR. Ich wollte es nicht glauben. Am 22. November 1963 veröffentlichte das auflagenstarke Magazin Life eine opulente, siebenseitige Story. Der Skandal in Washington weitet sich aus. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe gedacht, das ist ein Spaß oder die haben sich irgendwie vertan oder so, ne? Und dann habe ich mir diese Ausgabe geschnappt von Life Magazine vom 22. November 1963. Und genau da, an diesem Tag des Attentates, steht genau das drin. Und wir wissen doch, dass die Presse kontrolliert wird. Der Bobby Baker-Fall, der US-Senat und so weiter und so fort, die fokussieren sich auf einen Skandal, der eben größer wird oder wächst und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier die ganzen Seiten drin. Das ist hervorragend, dass wir das endlich mal jetzt hier direkt so zeigen können, eins zu eins. Ja, da haben wir ja einen Whistleblower angeblich, der Herr Ralph Hill Johnson, who sponsored Bobby Bakers election as Majority Secretary und so weiter und so fort. Ne? Und so weiter und so fort. Und hier steht dann hier der Skandal, der weitet sich immer weiter aus in Washington. Wer ist denn das da? Flanked by Senator Sparkman und Jordan Wright, whose committee now is generally developing into Baker's Affairs, and American University President Hearst R. Anderson Bobby beamed in 1961 after und so weiter. Aber ich möchte mal gerne wissen, wer das denn da ist. Jei. Ja, aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist jetzt hier, ausgerechnet an diesem Tag ist eben die Bobby Baker-Affäre jetzt im auflagenstarken Life-Magazin da Thema. Und zwar 7 Seiten. Nicht mal irgendwie jetzt so eine kleine Geschichte im Anzeigenteil, sondern 7 Seiten. Ich gebe zu, ich habe es nicht alles gelesen, weil irgendwann hast du auch nicht noch andere Dinge im Leben zu tun, ja. Aber worum es denn letzten Endes geht, ist, dass es jetzt hier Sachen in dieser Zeitung drin stehen, die natürlich jetzt, wäre der Präsident an dem Tag nicht ermordet gewesen worden, da natürlich einen ganz anderen Einschlag gehabt hätten, als eben das Ereignis, was alles andere maskiert hat, nämlich die Ermordung des amerikanischen Präsidenten. Weil hier geht es nämlich jetzt auch jetzt hier über Skandale und Skandälchen, da geht es natürlich dann auch um genau diese Geschichte. Da ist der Skandal, der jetzt hier weitergeführt wird hier, ne? Dances in Harem-Pants, also in Harem-Klamotten und so weiter, und nackte Bäder in Champagner. Ja. Da ist ja wohl nicht allzu weit, wenn wir uns da jetzt irgendwie mal vorstellen, dass es irgendetwas mit Frauen und mit käuflicher Liebe und so weiter zu tun haben könnte, oder? Und hier steht drin: Victim of the Chom was Miss Ellen Romage, 27 Jahre alte Frau eines Soldaten, der eben in einer West German Military Mission, endlich habe ich dieses Wort wieder, dieses Wort darf hier irgendwie in keiner Sendung mehr fehlen. Also diese Frau Romage ist hier benannt.
Ne? Und das ist jetzt hier continued und so weiter. Da gibt es also hier eine ganze Menge schmutzige Wäsche, die da jetzt gewaschen wird. Und was da gewaschen worden ist, ist letzten Endes eine Belastung, nämlich nur für einen. Und den haben wir nämlich jetzt hier, den Herrn Kennedy. John F. Kennedy. Das J ist jetzt so ein bisschen verrutscht. So, jetzt haben wir hier. John F. Kennedy. Ellen Romich. Das ist die offizielle Wikipedia-Seite. Im Sommer 1963 lernte der Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, die 27-jährige Ellen Romich kennen und begann eine Affäre mit ihr. Dieses erste Treffen war von Bobby Baker, dem Sekretär der demokratischen Senatsfraktion, und Bill Thompson, einem Freund von Kennedy, arrangiert worden. Sagen wir mal so, der Bobby Baker hat die Frau Ellen Romich vielleicht in die Richtung von Kennedy geschubst. Vielleicht, weil der Herr Johnson das so gesagt hat, wissen wir nicht. Bobby Baker hatte auch den Quorum Club, einen privaten Treffpunkt einflussreicher Personen, gegründet, in dem Romich etwa 2 Jahre lang arbeitete, ehe sie ihre Affäre mit Kennedy begann. Kennedy und Romich trafen sich laut Baker öfter. Quelle? Der Spiegel? Quelle? Video, die Geheimnisse von Kennedy. Gut, das ist jetzt nicht so 1a, aber geht weiter. Das FBI bemerkte die Beziehung zwischen Kennedy und Romich. Agenten verhörten Romich am 3.7.63 in Arlington, weil sie befürchteten, dass ihre Herkunft aus Ostdeutschland eine Sicherheitsbedrohung sei. Der Verdacht, sie sei eine ostdeutsche Spionin, ließ sich allerdings nicht erhärten. Bei weiteren Nachforschungen wurde der Quorum Club und seine Verbindungen zu hohen Politikern, darunter auch Robert F. Kennedy, entdeckt. Brüderchen oder Bruder von dem Präsidenten. Das FBI nahm daraufhin Kontakt mit der deutschen Botschaft auf. Am 21. August 1963 wurde Ellen Romich auf Veranlassung des Justizministers Robert F. Kennedy in die Bundesrepublik ausgewiesen. Ausgewiesen. Also da muss schon etwas passiert sein. Ansonsten kickt man nicht irgendjemand raus. Und das ist jetzt ganz genau 3 Monate und ein Tag vor dem Attentat. Einige Wochen vor John F. Kennedys Ermordung wurde dieser persönlich durch den Geheimdienstchef J. Edgar Hoover im Weißen Haus über den unangenehmen Verdacht unterrichtet. Robert Kennedy schickte Medienberichten zufolge Geld nach Europa, um Romich ruhig zu stellen. Der Ehemann von Romich bestreitet die Zahlungen. Quelle? Das Geheimnis ist John F. Kennedy, ZDF Mediathek. Ein ehemaliger Leibwächter spricht von Millionen, die nach Liechtenstein geflossen sein sollen. John F. Kennedy versuchte im Herbst 1963 eine negative Einflussnahme auf seinen aktuellen Wahlkampf abzuwenden, was ihm teilweise gelang. Zwar wurde öffentlich bekannt, dass Ellen Romich der Spionage verdächtigt wurde, doch Kennedys Name tauchte in diesem Zusammenhang nicht auf. Die Presseerklärung zu Ellen Romich wurde am 22. November 1963 veröffentlicht, wenige Stunden vor Kennedys Ermordung. Genau an dem Tag, wo dieses Live-Magazin diese 7-seitige Reportage macht. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Quelle. John Simkin, Romich Biography, also die Biografie. Noch eine zweite Quelle ist eben Affären Ellen Romich, der Spiegel und so weiter. Diese Geschichte 88, 63, 85, da kann sich jeder denken, was damit gemeint ist. Das Ehepaar Romich bezog ein Haus in der Military Road in Arlington. Um die Miete von $200 bezahlen zu können, suchte Ellen einen Job als Modell. Aha, du mietest also eine Wohnung, weiß aber gar nicht, wie du die bezahlen sollst. Das ist schon mal interessant. Dabei lernte das Mädchen mit den Mannequin-Maßen die blonde Washington-Schönheit Carol Tyler kennen. Einst Modell für eine Skulptur, Miss Frieden, und damals mit einem Jahresgehalt von 32.000 D-Mark Assistentin des Sekretärs der demokratischen Senatsfraktion Robert G. Baker. Ja, das ist es doch wieder, ne? Welche Zufälle. Das ist dann so, als wenn irgendjemand ein weltbekannter Entwickler ist und der dann plötzlich im Straßenbau arbeitet und dann plötzlich läuft ihm ein Bankdirektor über die Füße, so wie beim Fall von Nikola Tesla. Ja, also diese Freundin von dem demokratischen Senatsfraktion Robert G. Baker, diese Freundin verschaffte dann der Frau Ellen Romich einen Zugang zu der bunten Washingtoner Society, die der Staatssekretär Baker um sich versammelt hatte. Nochmal zum Hintergrund, dieser Quorum Club wurde genau von dem Staatssekretär gegründet. Warum wohl? Der war doch ein Freund von dem Herrn Johnson, und der Herr Johnson hat doch immer so ein Hobby gehabt. Der hat so gewisse Meldungen und Notizzettel und Aufnahmen alles gespeichert, angeblich dafür seine Biografie. Aber natürlich, um Menschen zu erpressen. Also war dieser Club eine Erpressungsgeschichte, die letzten Endes dann verschiedene hochrangige Persönlichkeiten mit entsprechenden Mädchen oder Frauen zusammengebracht hat. Ne? Also wenn man so will, ein Politikerbordell, jetzt mal ganz salopp gesprochen.
Neben den Pflichten im 100-Mann-Senat betrieb Baker wegen seiner vielfältigen Verbindungen als 101. Senator bekannt den exklusiven Quorum-Club, in dem Industrielobbyisten, Diplomaten, Regierungsbeamte und Senatoren verkehrten. Ne, genau wie im sündigen alten Rom. In dieser Gesellschaft war Ellen Rommel, von der kaum jemand wusste, dass sie verheiratet war, bald begehrtes Mitglied. Ach, Leute. Ellen, Leute, das geht ja unendlich so weiter. Ja? Wegen unmoralischen Verhaltens wurde jedenfalls den Bonner Diplomaten bedeutet seine Rückkehr der Feldwebelsfrau nach Deutschland dringend erwünscht. Eieieiei. Ich weiß nicht, was die Leute dann sagen würden wegen unmoralischen Verhalten, wenn die heutzutage den Kleidungsstil der 20-Jährigen draußen beobachten würden. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich das nicht alles lesen will, weil es ist letzten Endes alles ganz klar. Es ist eine Geschichte, die der Herr Lyndon B. Johnson lanciert hat, um von seiner Bobby Baker-Affäre irgendwo abzulenken. Gell? Das ist doch die Geschichte dazu. Das ist doch die Geschichte hinter der Geschichte, ne? Weil die eigentliche Geschichte, ich muss mal eben gucken hier, ob ich jetzt noch eine Geschichte der Geschichte hinter der Geschichte habe. Das ist die Spiegelgeschichte. Weil schmutzige Wäsche waschen ist überhaupt kein Problem, ne? Übrigens, dieser Artikel, wo es eben drauf steht, dass es eben auch genau wieder am 22. November 1963 das Live-Magazin zeigt. Absolut auf den Punkt genau getroffen hat, dass da eben genau diese Reportage an diesem Tag herauskam, mit dem Untertitel Kennedy und seine Geliebte, und oben drüber steht hier noch der beste Sex. Aha. Also, ihr müsst euch doch überhaupt nicht wundern, ihr braucht ja nur den Namen einzugeben von dieser Frau Rometsch da, die ja eventuell jetzt einfach nur ihre Miete bezahlen wollte. Ich weiß es ja nicht. Ne? Ich gebe mal eben hier Sex ein, ausnahmsweise. Ja, Panorama, der beste Sex. Also wie gesagt, ist nicht meine Wortwahl. Ne? Sex kommt hier übrigens 14 Mal vor in dem Artikel. Ne? Aber wie gesagt, wir wollen ja gar nicht jetzt in das Privatleben des Herrn Kennedy reingehen. Eieiei. Sondern es geht doch jetzt einfach um diesen Punkt, dass es doch alles auf den Punkt genau am 22. November 1963 und noch alles rausgekommen ist. Ja. Also, wer da noch an einen Zufall und wer da noch dann bitteschön an den wer da jetzt auch noch an einen Zufall und wer da noch an Lee Harvey Oswald, also was der zu tun hatte, der Oswald, der musste sich mit Zeitungen, nein, natürlich hat der Oswald nichts damit zu tun, ja, der hat natürlich nichts damit zu tun, ne, natürlich heißt diese Frau auch Bertha Hildegard, aber mit Bertha Hildegard kannst du eben letzten Endes nicht in den USA landen irgendwo. Wenn man in die Geschichten jetzt reingeht, ja, dann ist es eigentlich völlig egal, mit wem ihr da zu tun habt. Das sind alles absolute Machtmenschen. Ja. Und natürlich besteht die Yellow Press darauf, jetzt alles so zu zeigen, dass es natürlich jetzt, Tote können sich nicht mehr wehren, dass es natürlich dann alles so gewesen ist und ganz schlimm gewesen ist und dass der Herr Kennedy dann halt, was weiß ich, alles gemacht hat. Aber glaubt mir, die anderen sind nicht besser. Und die sind auch nicht schlechter. Ja, aber was der Herr Kennedy macht, ist natürlich im Licht der Öffentlichkeit. Und er war natürlich wo? Er war an diesem Tag, am 22. November 1963, auf Wahlkampftour. Deswegen, letzten Endes, musste er sich als total und nett und süß und toll und alles und so weiter dann darstellen. Und eine ganze Menge Menschen haben darunter gelitten. Weil das sind Machtmenschen, ne? Der Kennedy nicht ausgenommen. Ne? Und die Jackie Kennedy, die saß dann halt zu Hause mit den Kindern oder an diesem Tag eben dann im Cabrio, durfte sie dann auch mal braun werden, bis 12.30 Uhr, aber das ist ein anderes Thema, ne? Dann dieses Thema kommen wir dann erstmal ein bisschen später rein. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist letzten Endes, wir können jetzt im Retrospektiv viel mehr über die ganzen Menschen jetzt hier erfahren, wenn wir halt die ganzen Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln einfach mal beleuchten. Und das zeigt uns, dass nicht nur die Geschichte jetzt ganz, ganz fies überall laufen, sondern nur letzten Endes über Bande gespielt wird, von dem einen hinter den anderen. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt hier aus den Gründen eben kündliche Schachzüge genannt, weil ich glaube, dass der Lyndon B. Johnson mehr als eine Handvoll Menschen hatte, die genau wussten, was an dem 22.11.1963 passieren sollte und musste, um den Herrn Lyndon B. Johnson den gesellschaftlichen und politischen Fall aus hoher Höhe dann zu ersparen. Das ist meine Herangehensweise an diesen Fall von John F. Kennedy. Und vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, am Anfang habe ich ja schon benannt, muss man eben gucken, ja, genau, er hat es ja nachher dann geschafft. Am Anfang habe ich ja schon benannt, dass eben genau dieser Lyndon B. Johnson ja mit in dieser Motorparade gefahren ist. Das heißt,
ja, hier die dunkle Seite von Camelot und so weiter. Also die ist überall beschrieben, diese Frau. Das heißt letzten Endes, wenn ihr da wirklich jetzt mal überlegt, dass dieser Lyndon B. Johnson hatte an diesem Tag alles zu verlieren und alles zu gewinnen. Für den stand sein Leben auf dem Spiel, seine Karriere auf dem Spiel und eventuell eine hohe Geldstrafe oder noch Schlimmeres auf dem Spiel wegen diesem Skandal. Wäre alles rausgekommen, was der in seinem ganzen Leben schon gemacht hat, mit inklusive der Anheuerung von Mördern und so weiter und so fort, dann hätte der auch längste Zeit seines Lebens Vizepräsident gewesen sein. Also von daher, das ist ganz klar. Wenn ich die absolute Aussage habe aus einem Buch. Wenn ich die absolute Aussage der Sekretärin von John F. Kennedy habe, von Evelyn Lincoln, dass eben der Lyndon B. Johnson nach der Wahl eben nicht Vizepräsident wird oder halt während der Wahl abgesetzt wird, weil die Kennedy-Brüder und noch einige andere im Hintergrund dabei sind, ihn über die Klinge springen zu lassen, dann ist er der Nutznießer. Deswegen in der augenblicklichen Situation halte ich ihn für wesentlich interessanter als den Alan Dulles. Der hatte seine Position als Chef der CIA ja schon längst verloren. Aber worum es sich geht, ist letzten Endes, dass die Bobby-Baker-Skandal letzten Endes den politische Karriere von Lyndon B. Johnson abrupt beendet hätte. Und dass der Herr Lyndon B. Johnson dann noch irgendwelche Prostituierten oder Nicht-Prostituierten oder irgendwelche Soldatenfrauen oder was weiß ich angekarrt hat, nur um den Herrn Kennedy jetzt wiederum erpressbar zu machen und das alles auch noch am 22.11.1963 herauskommt, sodass dann zumindest an diesem Zeitpunkt der Lyndon B. Johnson, selbst wenn das Attentat auf Kennedy nicht geklappt hätte, wiederum irgendwo bessere Chancen gehabt hätte. Das heißt, es kumuliert alles auf den 22.11.1963. Und das ist für mich eben dieser nicht vorhandene Zufall bei dieser Reihe von Zufällen. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Es gibt nicht solche Zufälle, dass genau an diesem Tag, wo ein Präsident ermordet wird, genau dann solche Sachen veröffentlicht werden. Das gibt's nicht. Solche Sachen sind vorher geplant. Zumindest kann man davon ausgehen, dass die Zeitschrift ja nicht am Morgen sagt: Hey, wir könnten heute mal eine Story bringen über Kennedy und Rummage. Das heißt, es muss ja schon länger geplant gewesen sein. Und natürlich, dieses Attentat ist natürlich logischerweise auch länger geplant. Worauf ich darauf hinaus will, ohne irgendjemanden zu langweilen, ihr könnt ja mal gerne in die Geschichte von Rummage und Kennedy reingehen und ihr werdet auf jeden Fall keine Langeweile haben. Denn es war Wahlkampf. Hier ist ein etwas älteres Foto, ungefähr 3 Jahre vorher, Dezember 19. 1960. Es ist Wahlkampf. Kennedy ist Katholik. Wir sind am 22.11., eine Woche später ungefähr ist erster Advent, es ist Wahlkampf. Der Kennedy konnte da nicht irgendwelche blonde, braunäugige, was weiß ich, irgendwelche Frauen gebrauchen. Der brauchte seine Ehefrau. Es war Wahlkampf. Was der in seinem Privatleben macht, ist eine ganz andere Hausnummer, aber er ist auf einer Wahlkampftour ermordet worden. Der ist nicht irgendwie im Golf spielen oder jetzt irgendwie im Indischen Ozean vom weißen Hai verschluckt worden. Nein, er war auf Wahlkampftour, deswegen war seine Frau bei ihm. Winken, ganz wichtig, immer winken. Ja, und auch wenn der wichtigste Wink der Wink von dem LBJ gewesen ist, an Bord der Präsidentenmaschine, zu deren Abgeordneten und die alle komischerweise dann zusammen auch noch mit dem Herrn Connolly und dem Herrn Murchison in diesem Suite 8 Club sind, dann würde ich mal sagen, Texas gegen Kennedy 1-0. Also Texas ist ein denkbar ungünstigste Pflaster, weil der Lyndon B. Johnson natürlich da alle Leute kennt. Der Mann ist Mehrheitsführer im Senat, war früher Gouverneur von Texas gewesen, ist in Texas aufgewachsen. Der kennt da jeden und alles. Und der Lyndon B. Johnson wusste garantiert auch, dass der FBI-Chef J. Edgar Hoover eine carte blanche sozusagen bekommen hat von Robert Kennedy. Also zu Deutsch, Robert Kennedy oder die Kennedy-Brüder oder die Kennedy-Dynastie kamen nicht am FBI vorbei. Und wenn ich einen Inlandsattentat habe, einen Anschlag habe, dann ist das FBI derjenige Organisation, die eben mit den Beweisen und mit den Zeugen und so weiter alles zu tun hat. Und ihr wundert euch bitte schon heutzutage nicht mehr darüber, dass es heutzutage immer noch geschwärzte Akten gibt, dass eben nichts hundertprozentig ist und schon gar nicht hundertprozentig irgendwo auftaucht. Und deswegen haben wir jetzt genug Autounfälle, Selbstmorde, Sturz aus dem 13. Stock und so weiter alles gehabt und alles kulminiert wiederum mal wieder am 22. November 1963. Wobei ich eigentlich wirklich gedacht hätte, man würde heutzutage noch ein bisschen mehr schaffen, aber vielleicht haben wir noch 5 Minuten. Dieser Bobby Baker übrigens wurde 1929 geboren. Im Alter von 14 Jahren wurde der Mann Page im Senat. Also der wusste ganz genau von vorher schon, wo er hingehörte. Er war mit dem
Lyndon B. Johnson befreundet und wurde schließlich Sekretär des Mehrheitsführers im Senat. Hiermit ist Johnson gemeint. Zu dieser Zeit erhielt er den Spitznamen Little Lyndon. Ein weiterer Berater von Johnson namens Harry McPherson beschrieb ihn als sehr klug, sehr schnell und unermüdlich. Hat einfach die ganze Zeit funktioniert. Er lief immer irgendwo hin, um so eine Art Deal zu machen. Johnson benutzte Baker auch, um politische Informationen zu erhalten. Hier ist dieses Buch Wheeling and Dealing von Bobby Baker mit Larry King. Aha, guck mal hier. Er sagte Jenkins, also der Präsident der Vereinigten Staaten ab 1963, sagte Jenkins, dass es sehr wichtig sei, Politiker zu lesen. Er sagte ihm ständig, achte auf ihre Hände, beobachte ihre Augen. Augen lesen. Egal, was ein Mann zu dir sagt, es ist nicht wichtig, was du in seinen Augen lesen kannst. Das Wichtigste, was ein Mann dir zu sagen, was ein Mann dir sagen muss, ist, was er dir nicht sagt. Also, das Wichtigste, was ein Mann dir sagen muss, ist, was er dir nicht sagt. Also Körpersprache. Ja, das ist so. Und der Herr Johnson ist eben mehr als Führer im Senat. Nach wie vor. Und nochmal, der Mann, der jetzt hier so freundlich grinst neben dem Herrn Johnson und die Dame sieht ja jetzt auch nicht gerade grießcremig aus, die Lady Bird, also die Frau Vögelchen hier, das ist der Herr Albert Thomas und der ist also eben mit Club in diesem Suite 8. Ja, und der war und so weiter, war auch hier zuständig für die Location hier in der Lyndon Johnson Space Administration, ja. Lyndon Johns Space Center has served as Mission Control, eine kontrollierte Mission der Jesuiten, um halt die Menschen davon zu überzeugen, dass es möglich wäre, Leute auf den Mond zu schießen. Aber es gibt eben manche Menschen, die leider noch hinter dem Mond leben, auch im 2022. Ne? Und dieser Thomas war eben genau Mitglied dieser Suite 8-Gruppe. Ey, was ein Zufall! Und deswegen findet ihr auf diesem Bild von dem Anschlag eben den Herrn Lyndon B. Johnson nicht. Ne? Der hatte genug Menschen im Hintergrund, dass der genau, sag ich zumindest meine Hypothese, Hypothese Nummer 0 nenne ich sie jetzt einfach mal, ne, dass der Herr Lyndon B. Johnson wusste, dass die Luft an diesem Tag sehr bleihaltig ist. Ne? Also nicht CO2 ist das der Killer, sondern halt Blei in dem Moment, ne? Plumbum, PB. Also das wusste der Herr Johnson an dem Moment schon, da seht ihr ihn. Also der ist auch nah am Geschäft dabei. Ne? Also hier in dem Auto von Kennedy, der Kennedy, der jetzt schon die Hände hier etwas hoch hat, wir gehen auch in dieses Bild bald rein, der sitzt hinter dem Herrn Connolly, der auch in der Suite 8 drin ist. Und das ist hier Lyndon B. Johnson, der sich jetzt hier schon mal vorsichtshalber duckt. Aber er hat auch eine Ausrede dafür, ne? In diesem berühmten Aldgans-Foto Nummer 6 kann eben Kennedy gesehen werden, wie er eben dann reagiert, nachdem er eben getroffen ist durch ein Projektil im Hals. Während der Secret Service-Agenten John Reddy und Paul Landis, die eben da Trittbrettfahrer sind auf dem Verfolgungsfahrzeug, dann eben hinter sich gucken, über ihre rechte Schulter. Aber niemand macht irgendetwas, außer Lyndon B. Johnson, der eben bis jetzt already duckt, ne? Also hier duck down, also der sich duckt und so weiter, dass eben der Beweis wäre eben seine Abwesenheit seiner Position auf dem Rücksitz seines Autos, wo ihr da seht, wie sie sehen, sehen sie nichts. Also ich habe dieses Bild auch irgendwo in größer. Und später hat eben sein Agent, also sein Leibwächter eigentlich, Rufus Youngblood, eben dann gesagt, dass er eben dann den Johnson runtergedrückt hätte in dem Sitz, nachdem er dann einen Schuss gehört hat. Ne? Irgendetwas müssen die gehört haben, denn die gucken ja nach hinten da, also irgendetwas muss da passiert gewesen sein. Und deswegen hat der Agent ausgesagt, dass er also ihm da runtergedrückt hätte und hätte dann eben den Herrn Johnson mit seinem Körper beschützt. Und der Herr Youngblood hat eben dann auch eine Medaille gekriegt für seinen Tapferkeitsakt. Ne? Aber der Lyndon B. Johnson hat eben diese Aktion gegenüber der Roman-Kommission überhaupt mal so beschrieben. Lyndon B. Johnson sagt gegenüber der Roman-Kommission Folgendes aus. In der Roman-Kommission sitzt übrigens auch der Alan Dulles, der geschasste Ex-CIA-Chef. Zitat. Ich wurde durch einen scharfen Knall über eine Explosion aufgeschreckt, hatte aber keine Zeit, über den Ursprung zu spekulieren, denn Agent Youngblood drehte sich unmittelbar nach der ersten Explosion blitzschnell um, schlug mir auf die Schulter und rief uns allen auf dem Rücksitz zu, wir sollten runterkommen, also beziehungsweise uns ducken. Ich wurde von Agent Youngblood heruntergestoßen. Fast im gleichen Moment, in dem er mich schlug oder stieß, sprang er über den Rücksitz und setzte sich auf mich. Ich beugte mich unter dem Gewicht von Agent Youngbloods Körper in Richtung Mrs. Johnson und Senator Yarborough. Dieser Senator Yarborough, der mit Johnson auf dem Rücksitz saß, neben dem Lyndon B. Johnsons Frau, also Lady Bird, meldete sich jedoch und erklärte, dass diese Behauptung eine glatte Lüge sei und Youngblood nichts dergleichen getan hätte. Yarborough widerlegte Johnsons falsche Behauptung in dem Buch Crossfire, The Plot That Killed Kennedy von Jim Mars ganz unverblümt. Zitat.
Der ehemalige texanische Senator Ralph Yarborough, der an diesem Tag neben Johnson saß, sagte dem Auto, Zitat, es ist einfach nicht passiert. Es ist einfach nicht passiert. Es war ein kleines Auto. Johnson war ein großer Mann, hochgewachsen. Seine Knie lagen ohnehin schon an seinem Kinn an. Da war kein Platz für sowas. Yarborough erinnerte sich, dass sich sowohl Johnson als auch Youngblood duckten, als die Schießerei begann und dass Youngblood den Vordersitz nicht verließ. Yarborough sagte, dass Youngblood ein kleines Walkie-Talkie über der Rückbank des Autos hielt und dass er und Johnson beide ihre Ohren an das Gerät hielten. Er fügte hinzu, sie hatten es sehr leise gestellt. Ich konnte nicht hören, was sie hörten. Selbst wenn Lyndon Johnson sich nicht geduckt hat, bevor der erste Schuss abgefeuert wurde, wie kommt es dann, dass nur er und Agent Youngblood auf den ersten Schuss bzw. die ersten Schüsse reagierten, während niemand sonst in der Menge oder in der Wagenkolonne dies tat, auch nicht in JFKs eigener Limousine, wo ihm in den Hals geschossen wurde? Das ist das Bild. Wo ist Lyndon B. Johnson? Der Mann ist über 1,90 groß. Aber gut. Möglicherweise ist er in dem Bild extra auch nicht zu sehen. Ich habe nochmal gesagt, oder letztens schon gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Film oder ein Video gibt von Kennedy, was nicht bearbeitet ist, zumindest keins vom 22.11.1963. Und da dieses Bild nicht alles zeigt, zeigt dieses Bild auch nicht diesen kleinen Fensterspalt, wo hier aus dem Verfolgungsfahrzeug schon die Tür geöffnet ist, weil jemand auch einen Schuss gehört hat. Das heißt, hier ist einiges, hinten ist einiges in Bewegung. Hier vorne tut sich nichts. Da guckt nur, sieht man in diesem Bild auch wieder nicht. Bilder sind immer diktatorisch. Das heißt, derjenige, der ein Bild macht oder Bild veröffentlichen, der diktiert die Blickrichtung, nämlich dann eben dem Zuschauer. Und in dem Augenblick dann wir. Aber nochmal, er ist der Einzige, der oder derjenige, der an diesem Tag maximal profitiert hat. Das ist Lyndon B. Johnson. So, hier mal ein Groß. Da hinten wird reagiert. LBJ ist nicht zu sehen. Aus der Tür des Verfolgungsfahrzeugs hinten öffnet sich schon hinten einer. Da hat schon irgendwie einer schon eine Aktion. Was genau da passiert, kann man nicht sehen. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn wir in den Tag reingehen, werden wir nicht genau sehen, dass in dem Zapruder-Film einige Sachen fehlen. Nochmal, es gibt keine vernünftigen Bilder und keine vernünftigen Videos von dem Tag. Man muss querlesen und man muss seinen eigenen sogenannten gesunden Menschenverstand, das ist das, was die Regierungen nicht mehr wollen, dass man hat, den einsetzen. Und ich hoffe, dass heute eine einigermaßen interessante Sendung gewesen ist, um wirklich zu sehen, dass also weder Herr Kennedy noch der Herr Johnson noch irgendjemand eine weiße Weste haben. Nicht Robert F. Kennedy, nicht J. Edgar Hoover, nicht Alan Dulles, nicht irgendjemand, den man jetzt hier sieht. Alle haben ihre eigenen Interessen. Alles sind Egoisten. Es geht sich um die satanische politische Agenda, wenn man so will. Es geht sich um ein satanisches System in einer satanischen Welt. Und wenn man da ganz oben steht, dann kann man nur Satan dienen. Und Satan sagt, ihr werdet sein wie Götter. Und dass sich jeder dieser Politiker wie ein Gott fühlt, agiert er auch dann so, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, es geht nur um das eigene Wohlergehen, das eigene Geld, die eigene Macht, dein eigenes Vergnügen. Darum geht es. Es geht sich nicht im Gedanken um andere Menschen. Und wenn man das mal appliziert auf die Situation in Deutschland und in der Welt im Jahre 2022, dann kann man sehen, dann sind wir nach 60 Jahren, sind wir dann dem Abgrund sozusagen wieder einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, die Sendung hat euch einigermaßen gefallen und in der nächsten Sendung gehen wir in einen ganz interessanten Punkt rein, der, glaube ich, auch in ganz vielen Dokumentationen überhaupt nicht rauskommt. Ich habe noch so viel Material und ich hoffe, dass es heute eine spannende Sendung gewesen ist und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt uns gewogen, Maranatha und gebe ab an den Jörg. Ja, also ich fand es eine sehr interessante Sendung, vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, welche Veröffentlichung am 22. November 1963 unter anderem, glaube ich, das war es, in dem Time-Magazin waren. Mhm. Das geht natürlich dann gegenüber der Ermordung des Präsidenten vollkommen unter. Das heißt, welches Schwein liest denn sowas? Das ist immer in solchen Fällen so interessant, nicht? Da ist eine Sache, die kommt raus und eine andere Sache überdeckt das. Und solche Veröffentlichungen, ich glaube, da hat noch niemals jemand vorher von gehört, der diese Untersuchungen gemacht hat. Also ich habe in keinem Video oder sonst was darüber von gehört, von diesen Time Magazine Enthüllungen, die da rauskamen. Ausgerechnet an dem Tag, das geht doch vollkommen unter, wenn der Präsident ermordet wurde. Und das ist genau die Absicht. Die Jesuiten haben eine wunderbare Taktik, die nennt Cover Blown as Cover. Ja? Also eine Deckung aufgeben, um eine andere Deckung zu verhüllen, um eine andere Sache zu verhüllen. Und
je mehr wir in diese Kennedy-Sache reinkommen, desto mehr, dass das ganz deutlich wird, dass das 100% Jesuitentaktik vollkommen durchgespielt wurde. Und zwar, das ist aus dem Jesuitenlehrbuch, möchte ich mal sagen. Und da ist es natürlich schwierig für Outsider wie wir, weil wir sind ja keine Jesuiten, wir sind nicht in Geheimgesellschaften, dahinter dran zu kommen, weil wir ja nur diese ganzen offiziellen Veröffentlichungen, also Publikationen jetzt zum Beispiel schriftlich, bildlich, filmisch, wie auch immer haben und daraus versuchen müssen, die Wahrheit zu rekonstruieren, was schwierig ist, weil diese ganzen Veröffentlichungen ja eben alle kontrolliert sind. Hast du ja selbst gesagt. Jedes Foto, du vertraust keinem Foto, was du hier über John F. Kennedy siehst, was am 22.11. irgendwo aufgenommen wurde. Richtig, hast du gesagt, ne? Ja, absolut. Weil die eben alle manipuliert sein können. Wir sagen ja nicht, dass sie manipuliert sind, aber sie können es sein, weil man eben mit diesen Bildern eine bestimmte Sache übertragen will. Und es gibt heute keine Möglichkeit mehr, genau diesen Tag noch einmal bildlich abzuspielen. Man muss also zurückgreifen auf das Material, was uns damals gegeben wurde. Und wir wissen durch Publikationen der römisch-katholischen Kirche wie Inter Mirifica und Miranda Prorsus, dass eben alle Medien, Rundfunk, Fernsehen, Filme, Zeitungen, Zeitschriften und heute natürlich auch noch alles Internet und alles drum und dran, das Geburtsrecht der Kirche sind, um diese zu besitzen und eben auch diese in ihrem Sinne dann zu gebrauchen. Weil wenn ich etwas besitze, dann gebrauche ich es auch zu meinem Vorteil. Und das ist genau das, was hier an dem 22.11.1963 auch passiert ist. Deswegen ist es so schwer, dem auf den Grund zu kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein großes Kompliment an deine Untersuchung. Ich finde es sehr spannend und interessant und ich freue mich auf den 21. Teil und kann jedem nur anraten, bis dahin sich entweder mit diesen Dingen selbst zu beschäftigen, seine eigene Nachforschung anzustellen, wenn ihr da ein bisschen Talent für habt, weil ehrlich gesagt, ohne ein bisschen Talent in die Richtung kommt ihr nicht weit. Ich werde es nicht machen. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ich lasse Michael sein Ding machen. Ich mache mein Ding und zusammen machen wir unser Ding. Das ist ja auch ganz schön. Aber ein Ding machen wir immer gemeinsam, wenn wir es auch nicht gemeinsam zum selben Zeitpunkt machen. Aber wir lesen unsere Bibel. Weil da ist zumindest die Wahrheit drin und das ist etwas, darauf können wir uns verlassen. Wir können uns hier nicht auf die Bilder verlassen, wir können uns hier nicht auf die Publikationen verlassen, wir können uns hier nicht auf die Bücher verlassen, wir können uns nicht auf die Quellen verlassen, aber wir können uns auf Gott verlassen. Und wir können uns auf die Bibel und sein Wort verlassen. Und deswegen ist es immer wichtig, die Bibel zu lesen und zu studieren. Und deswegen möchte ich mit diesem Aufruf auch dieses Video wieder beenden. Lest eure Bibel. Maranatha.